gekickt. Ich habe diese Stelle hier immer wie Pest gehasst, weil aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen die Hitbox hier springt wie sonst noch was. Und wir halten uns wieder an der Wand hier fest und warten jetzt einfach nur darauf, dass die Wand wieder zurückkommt. Wir klettern jetzt einfach hier so, weil so kann die Hitbox auch keine Probleme machen. Ja, die Gegner lasse ich jetzt mal gekonnt stehen, denn das ist damals ziemlich egal. Ich renne jetzt einfach hier weiter durch. Ja, hiermit können wir einen Raum öffnen, wo wir Zeldas Wiegenlied spielen müssen, also den Force-Symbol halten. Ich bin jetzt gerade ein wenig überfragt, was wir hier machen müssen. Ich glaube, wir dürfen hier noch gar nicht hin. Dürfen wir hin? Ach, keine Ahnung. Ich gehe einfach mal zurück. Und mache erstmal den Raum hier auf. Damit wir da zuerst rein können. Nicht, dass ich da nachher irgendwie was vergesse oder falsch mache. Ja. Ich hoffe mal, ich mache hier nichts falsch. Wir haben hier den Master-Schlüssel. Gute Sache. Damit hätte ich jetzt mal so gar nicht gerechnet, dass wir den Master-Schlüssel finden. Aber ja, ihr seht schon, unsere alten Kampfhunde mit Schnecken aus dem Feuertempel sind wieder da. Ja, an dieser jenen welchen Stelle, Auge der Wahrheit, plus den Eisenhammer, denn lasst euch nicht an, die können hier verarschen. Sie sind fake und wollen euch in den Kragen. Und im Übrigen ist auch hinter einem Riesen so ein Auge. Das habt ihr ja gerade auch gesehen. Ich meine, es ist dafür da, um da oben eine Plattform oder so hinzumachen. Denn den Schalter da oben brauchen wir, um die Master-Schlüsselkiste zu entschärfen. Denn ihr seht ja, da ist Feuer. Und trotz Rüstung werden wir damit keinen Spaß haben. Ja, ihr seht schon, das Prinzip ist ganz easy. Schalter, dann springt ihr am besten hier runter und macht die Kiste auf und habt auch schon dann den Master-Schlüssel. Es war noch ganz gut, dass ich zuerst hier lang gelaufen bin. Weil das hat mir jetzt wirklich eine Menge Lauferei erspart, sonst wäre ich nachher noch den Master-Schlüssel suchen gegangen. Und jetzt rennen wir wieder hier hoch. Und wir haben wieder die Killer-Pötte auf dem Wagen. Locken hier auf den Schalter, denn der macht uns den Weg da frei. Das war es nämlich, was ich vergessen hatte. Man musste nur auf den Schalter da drauf klappen. Ja, und ich werde mal wieder ein paar alte Bekannte. Die Exen. Ich bin jetzt gerade ein wenig überfragt, ob wir hier irgendwie. Ach so, ja, genau. Wir brauchen den Spiegelschild. Ich stehe nur gerade ein wenig zu weit vorn. Wir müssen es benutzen. Jetzt hat es natürlich geklappt. Und wir finden, was wir brauchen. Ja. Natürlich alles andere als produktiv an dieser Stelle. Ja, und schnell die Schädel hier weg. Kann es gegen uns kommt noch erschwerenderweise hinzu. Die Schädel hier sind alles andere als hilfreich. Und an dieser jeden welchen Stelle brauchen wir mal wieder, wie sollte es anders sein, unsere Bomben. Durchgang hier aufzusprengen und dann würde ich ganz gerne das Ding hier. Oh, das geht natürlich nicht. Geht es denn wenigstens so? Ja, man kann die Dinger also nur von vorne schieben. Ja, und man merkt schon, die Richtung der Spiegel muss stimmen. Wenn ihr hier weiterkommt, was auch ganz lustig ist, weil hier im Sonnenlicht steht und der
Spiegelschild entfernt. Reflektiert euer Spiegelschild auch automatisch die Sonne. Übrigens, Entschuldigung für diesen kleinen Klatscher hier gerade. Das war meine Hand, die gerade ans Mikrofon geknallt ist. Das war natürlich nicht beabsichtigt. Ja, und hier drehen wir dann den Spiegel, so dass wir da halt wieder die Sonneneinwirkung haben. Die dann auf den ganz kurzen Spiegel zurückreflektiert. Und jetzt laufen wir wieder hier aus dem Raum raus. Springen. Und ich habe jetzt kein blasses Schimmer, was wir genau hier machen müssen. Ach ja, genau. Doch, ich habe sehr wohl ein blasses Schimmer, was wir machen müssen. Wir müssen die Sonne da anstrahlen. Denn damit geht die Plattform runter und unser Weg zum Boss ist auch schon so gut wie frei. Denn der Bossraum befindet sich. Ja, ihr seht schon, man muss ein wenig. Das ist natürlich jetzt nicht so einfach hier, da ich das nicht gerade halten kann. Obwohl, doch, warte mal, so. Target-Modus geht's. Ja, und damit ist unser Weg zum Boss auch schon frei. Einziges Problem. Wie kommen wir darüber? Mit dem Enterhaken. So. Unser Weg zum Boss ist frei. Allerdings erwartet uns hier noch eine kleine Überraschung. Und zwar der nächste Eisenkreuz. Denn der wirkliche Bossfight kommt erst später. Ja.